Ach, ich dachte, ich nehme euch doch noch ein bisschen was auf. Willkommen, liebe Clasher. Bei mir dem Thorsten etwas außer Atem, aber nicht mehr ganz so mit so viel Herzrasen, wie ich gestern mal wieder hatte. Denn ja, unser Clankrieg, diese Ligawoche hier, die bringt mich um. Die bringt mich um, kann ich euch sagen. Nicht nur, dass ich das Wort des Jahres auch gefunden habe. Das Wort des Jahres ist auf jeden Fall in Clash of Clans Dipfails, glaube ich. Dipfails. Also Dipfails. Denn in der Liga, wir sind ja so ein bisschen, ich nenne es mal, leicht im Nachteil, haben wir natürlich viele, viele Elfer und haben fast ausschließlich Zwölfer. Also jetzt in dem Ligaspiel sind nur Zwölfer auf der Gegnerseite und auch die 15. Base hat 60er Helden, hat ein 5er Rathaus. Also schon ganz knackige Geschichten für unsere Elfer. Und da hofft man dann natürlich nur, dass der Gegner Dipfails macht auf unsere Elfer und wir vielleicht irgendwo doch einen Dreier schießen. Aber wir können einfach mal in die vorherige Partie gucken, denn das ist nichts mehr für schwache Nerven. Grund dieser Folge ist natürlich, dass ich euch auch mal wieder ein bisschen aus dem anderen Bereichen Content liefern will, denn ich war diese Woche ja sehr, sehr häufig bei den Herausforderern tätig, die auch nach wie vor gut dabei sind, kann ich euch sagen. Also nur als kurze Nebeninformation, dort läuft es. Ja, dort läuft es. Und wir lehren dort den Zehner, Zwölfern, Elfern das Fürchten, kann ich euch sagen. Aber ja, so ein Dipfail ist immer ein kleines Problem, vor allen Dingen 12 auf 11, aber es kommt halt vor. Es kommt halt vor. Keiner ist davor gewappnet, auch wenn du noch nicht so hohe Helden hast und der Flashlupe hier, der Matze ist ja noch nicht so gut unterwegs mit seinen Helden. Das ärgert ihn auch immer noch so ein bisschen. Aber er hat 280 Truppen, er hat auch eine sehr starke Base mittlerweile. Ich glaube auch mit einem Rathaus 5 mittlerweile, also 12 Schräger 5. Wo die Base jetzt, ich sag mal, angelehnt an den Helden in Ordnung aussieht. Also das ist, der Matze ist jetzt kein Rusher oder keiner, der lange Engie gespielt hat oder so, sondern ist ein ganz normaler Account. Er ist halt noch nicht so hoch und hat halt eher Fokus auf seine Base gelegt als auf die Helden. So muss man es auch sagen, denn wenn du so einen Nebenaccount hier spielst dann, und auch mit dem nicht so super häufig in den CKs bist, sondern nur ab und zu mal zum Helfen. Da kann ich es verstehen, da lässt du ein bisschen Fokus auf deine Base, dass sie ein bisschen wächst, ein bisschen stärker wird in der Defensive und lässt deine Helden so ein bisschen außen vor. Ist also nicht so schlimm, aber ich glaube, der Dip hier war in jedem Fall in Ordnung von 12 auf 11, denn gerade in dem Ligaspiel hier hat uns das sehr, sehr geholfen, denn die unteren drei waren tatsächlich Rathaus 11er und dann kam erst die 12er. Okay, bei uns waren es jetzt, glaube ich, 8 12er oder 9 12er, müsste ich mal nachschauen. Trotzdem sind wir hier vor Dipfails nicht gewappnet. Und ich überspringe einfach mal. Ich würde sagen, zu weit gefunnelt, habe ich danach gesagt. Zu weit gefunnelt. Also die Base habe ich im vorherigen Clankrieg, im ganz normalen, auch machen dürfen. Relativ ähnlich. Und habe sie dort sehr, sehr dominant gedreiert. Das denkt man sich dann natürlich hier auch. Ja, hier klappt das auch. So ein bisschen anders war sie. Aber auch hier der Funnel erstmal mit Babydrachen, dem Elektrodrachen und zwei Loons immer ein bisschen vorweggeschickt, um, ja, wie sagt der Juli immer, Fressfutter mitnehmen. Also für die Luftminen so ein bisschen Futter. Und dann habe ich hier jetzt eigentlich meine Schneise geschnitten. Ah ja. Und jetzt fing das Drama eigentlich an. Oh, ich wollte es auf halb machen. Ihr seht das hier alles. Trotzdem ich das so weit wegsetze, ist natürlich, ja, ich meine, eigentlich ist es natürlich, sind die Gebäude hier außen. Ich hätte noch vielleicht mit einem Riesen und einem Magier noch weiter clearen sollen und dann die Helden hier hinten in die Ecke, aber dann wären die hier raufgegangen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Angriff im Arsch. Kann man nicht anders sagen. Angriff hier im Arsch. Und ja, so deutete sich schon so ein bisschen etwas an. Ich wollte auf jeden Fall die Karre sinnvoll nutzen. Also Karre einfach nur aufs Rathaus schicken, Karre geht auf. Das ist ja nicht so das Ding der Karre. Die soll ja nun doch schon so ein bisschen durchmauern, ganz bestimmte Defensivgebäude rausnehmen. Okay, ich habe den Inferno hier rausbekommen, aber ich habe die Queen nicht gekriegt. Das ist natürlich für meinen weiteren Verlauf dieses Angriffs nicht so gut. Und die CB habe ich auch noch geschafft. Also von bis hierhin war es eigentlich noch in Ordnung. Vielleicht hätte ich woanders anfangen sollen. Vielleicht hätte ich woanders anfangen sollen. Nämlich jetzt schon mit dem Luftpart über diese Luftabwehren hier. Denn unter Umständen wäre zumindest meine King, na, meine Queen, meine ich, meine Queen, nicht ganz aus dem Feuer gewesen. Aber so habe ich natürlich mal wieder dagestanden wie Ochs vom Berge. Und
habe jetzt irgendwie noch das Beste rausgemacht. So muss man sagen. Naja, aber ja, das ist ein typischer Dipfehl. Das wird ein typischer Dipfehl hier. Und ja, da hat sich der Gegner natürlich mal gefreut, dass hier ein Elfer dann auf ein 12er auf ein 11er auch einen Fehl hatte von uns. Denn darunter die beiden Elfer haben in jedem Fall gepackt. Nur hier in der Mitte habe ich natürlich die Queen nicht gekriegt, Adler nicht gekriegt. Aber mit den Lakaien noch wenigstens das Rathaus mitgenommen, sodass es hier wenigstens zwei Sterne wurden. Also mit einem wollte ich hier dann auch nicht nach Hause gehen, um alles auf die Karte zu setzen. Sehr nervig natürlich auch die Skelette, die Luftfallen als Luftskelette und nicht als Erd. Kann man sich aber denken, ich denke mal so, als Angreifer in so eine Base, da weißt du, die wird sehr, sehr häufig mit Luft angegriffen und deswegen nimmst du natürlich dann die Fallen auch auf Luft. Naja gut, 83% also Dipfail von mir auf die Nummer 13, 4 auf 13, spielt keine Rolle hier, die Zahlen werdet ihr auch noch weiter sehen. Der Rest war eigentlich in Ordnung, muss ich sagen, also von allen anderen Kämpfen, auch von unseren Elfern, die waren stabil, zwei Sterne mit manchmal mehr, manchmal weniger Prozenten, aber die zwei Sterne waren erstmal drin, denn das ist uns tatsächlich erstmal vermutlich auch bei euch so, erstmal wichtig, dass wir oder dass ihr mit den Elfern vielleicht bei 12 so ein bisschen was reißt, also mindestens zwei Sterne, 50%, 51, 53, je nachdem, was sich noch so ergibt und was man vor allen Dingen aus der Base rausnimmt. Ich meine, wenn du die Base mit 52% hast und hast jetzt noch ein bisschen Cleanup, aber in der Mitte steht noch ein Adler, dann holst du kaum noch ein Prozent. Aber wenn du natürlich schon mal ein bisschen Adler schaffst und also du schaffst den Adler hier, dann hast du natürlich noch ein bisschen Luft, vor allen Dingen außen, um hier etwas zu schaffen. Mal gucken, die Laura hier ist natürlich 5 auf 9, das ist jetzt 12 auf 12 schon. Auch das war uns dann natürlich gegönnt, dass wir auch mit unseren 12ern auf 12er angreifen. Wenn die 3 Elfer unten schon weg sind, dann können wir natürlich anders planen. Da du aber keinen Second Shot hast, musst du hier schon im ersten entweder reißen oder nicht reißen. Also ich habe schon mal verrissen, der Gegner hat aber in der Zeit auch schon mal verrissen, so hier und da. Also auch beim Gegner gab es so den einen oder anderen Dipfail, ein Stern, zwei ganz knappe Sterne und so weiter. Und so ist das hier so ein bisschen seinen Lauf gegangen. Ja, jetzt teilt sich das Ganze hier so ein bisschen. Queen noch voll unter Heilung hier mit 1, 2, 3 Heiler sind es, glaube ich. Die restliche Meute ist hier jetzt 3x-Bogen. Ich hätte fast gesagt, hilflos ausgeliefert. Nee, da ist noch der dicke King. Und die Queen quält sich jetzt gleich nach draußen. Aber hier in der Mitte ist schon mal nichts mehr. Warden ist jetzt noch da, aber Queen und Hexe hinten in Heilung. Ah ne, jetzt ist es die Hexe, die mal eben voll durchgeheilt wird. Und jetzt hat die Queen natürlich noch einen echt langen Weg hier vor sich. Nochmal so ein ganzes Drittel hier und da ist ja viel Defense. Aber im Moment tankt hier die Queen, Hexe komplett für die Queen, also die Skelette und auch die Hexe selber. Ihr seht das hier, da wird mit dem 6er X-Bogen gerade drauf geballert. Das stört jetzt unseren Super-Tank hier nicht, die kleine Hexe. Also richtig krass, was die aushält unter Heilung. Gut, sie hat natürlich ein paar Heal-Points mehr bekommen, macht aber nicht mehr so viel Schaden. Das heißt, nee, das ist schon eine 4er-Hexe. Okay, die sind natürlich in keinster Weise genervt worden. Allerdings jetzt verliert auch die Hexe hier, aber Heiler haben sofort übernommen auf die Queen hier. Jetzt macht die Queen hier ein bisschen weiter und schon mal ein ganz gutes Stück geschafft. Wenn der X-Bogen jetzt erstmal weg ist, vielleicht wurde es jetzt auch von der Zeit ein bisschen eng. Also schnell mal die Queen gezündet hier. Die Bogenschützen konzentrieren sie erstmal außen auf das Lager. Und jetzt ist echt nicht mehr viel da. Aber es ist auch nicht mehr viel Truppe da. Und am Ende schlummert dann noch ein Single Inferno. Allerdings in greifbarer Nähe für die Queen. Die macht jetzt erstmal alles andere als Defense, ist klar. Magierturm, Bogen, den Minenwerfer und jetzt den Mauer. Schade. 99%, das ist auch super ärgerlich dann, wenn du schon 12 auf 12 so weit kriegst, dass es dann auch nur ein 2-Sterner wird. Naja, sei es drum, gehen wir mal zum nächsten 12er. Und da haben wir den Swash auf die Nummer 12, also Rathaus 12 auf Rathaus 12 und auch hier haben wir aber auch einen Rathaus 12 Schräger 5. Die Base sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so gut aus, aber sie hat natürlich Defense, allerdings ist die auch auf Rathaus, ich will mal so sagen, so ein bisschen 10-11 Niveau.
Die Infernos natürlich schon im vollen Ausbau hier, also 3 Stück. Und viele nehmen das ja so ein bisschen im Moment so ein bisschen als Schlüssel, so nach dem Motto, klar, der dritte Inferno sollte es natürlich so ein bisschen schwerer machen, für die 12er auf 3 zu gehen. Denn so wie der Kollege das hier auch gemacht hat, wirklich in 3 verschiedene Abteile, in der Mitte jetzt die Tornado-Falle, da sieht man schön, wie die Truppen so eine kleine Polka da in der Mitte tanzen. Aber die ist ja nur von kurzer Dauer. Eine Truppe lässt sich übrigens von dieser Mine gar nicht beirren, das sind nämlich die Tunnler. Die Tunnler lassen sich weder beirren von der Tornadofalle, noch lassen sie sich vom Rathaus beirren. Das kann ruhig auch 5 sein, denn die tauchen rechtzeitig ab, bevor die Bombe losgeht. Das ist sehr, sehr gut, außer da ploppt dann noch irgendwo eine Falle aus. Dann bleiben die natürlich draußen in dem Moment, wo die Bombe da ist, aber in der Regel geht das ganz gut. Ich habe das mal so ein bisschen abgetestet mit meinem Angriff. Ich fahre im Moment mal wieder mit den Minern. Und deswegen habe ich da immer mal so ein bisschen einfach mal eine Horde Miner auf ein 12er Rathaus geschickt, um mal zu gucken, tauchen die rechtzeitig ab, passt das? Wenn da Fallen sind, passt es in der Regel nicht. Aber der Swash hier geht hier durch wie Butter durch diese Basen. Jetzt guckt euch da unten an, was hier noch alles lebt. Da ist dann der Single Inferno in unerreichbarer Nähe für eine Queen, die da noch lebt. Auch nicht mehr ganz so dolle. Okay, da ist jetzt der King im Fokus, aber den King jetzt nochmal gezündet, dann sind noch mal ein paar mehr Truppen in der Base und die gehen jetzt aber auch durch diese Mauer hier, also 3 Sterne, 12 auf 12. Na, das ist natürlich schon so ein bisschen sau starke Geschichte und zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, hat es 31 zu 30 für den Gegner gestanden, also, und wir hatten noch einen einzigen Angriff. Und den hat sich der Witness-Eye hier, der Eye-Witness, andersrum. Eye-Witness-Witness-Eye ist, glaube ich, sein 11er 10er. Eye-Witness ist ein 12er. Hier geschnappt, älteres Design dieser Base hier. Die habt ihr bestimmt schon mal, ich nenne es mal so, früher gesehen. Ich habe sie echt jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Früher hast du die eigentlich genauso gemacht, wie er sie jetzt macht. Nehme ich erstmal mit dem Queenwalk vorweg, um hier in die Base bzw. in die Nähe schon mal der Base zu kommen. Freigefunnelt, sodass die Queen jetzt erstmal nur Richtung 9 Uhr eigentlich gehen kann. Und dementsprechend die Clanburg da unten gelockt, glaube ich. Ja, hat er, glaube ich, gelockt mit dem Schweinereiter. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber dafür, das Schwein ist weg. Jo, das Schwein ist schon mal weg. Die Sau ist tot. Okay, die Sau ist schon mal tot. Und schöner, ja, sauber mit dem Giftzauber auf die Hexe, denn oftmals wird der Giftzauber zu früh gesetzt und die Hexe kommt dann nicht ganz rein und spawnt die ganze Zeit diese ekligen Skelette. Also immer ein bisschen darauf achten, dass ihr den immer so ein bisschen backseits werft, also so, dass die Hexe dort in jedem Fall noch so ein bisschen reinläuft, denn so kleine kurze Schritte nach vorne, oder was heißt Schritte, die schwebt ja, so kleine Schwebeschritte nach vorne macht sie natürlich. Die Karre hier fährt munter in die Mitte und hier ist einfach mal alles. Seht ihr das? Alles. Ist alles in der Mitte. Ist alles in der Mitte, außer der Loon, den er jetzt noch frei hat. Hier ist wirklich einfach mal alles am Rathaus. Richtig krasses Ding hier. Hier hat er jetzt aber absolut top den Warden gezündet. Also sämtliche, ich würde sogar sagen, kaum. Hier ist kaum was draufgegangen. Für die es interessiert, so ein Rathaus 12/5 macht nochmal 1000 Schaden, wenn die Bombe am Boden liegt. Flächenschaden in einer Range, also ich glaube in der Range des Rathauses. Und wenn sich da viele, viele Bowler tummeln und diese Bombe geht hoch, dann überlebt da kein einziger Bowler. Die sind alle weg. Also auch schon oft genug erlebt, dass gerade zu Anfang haben es viele nicht gewusst und haben gesagt, naja, komm, so ein Rathaus, da fällt dann halt noch ein Bömmchen. Naja, dieses Bömmchen mit 1000 Schaden kann schon mal ein bisschen nervig sein, denn der Schaden mit 200 pro Sekunde, also 200 DPS von dem Megatesla oben drauf, ist auch nicht zu verachten, vor allen Dingen auf 4 Ziele gleichzeitig dann. Das ist schon eine krasse Nummer, also das Rathaus ist schon eins der stärksten Verteidigungsgebäude zusätzlich geworden. Und Queen ist jetzt noch alleine da, den Rest habt ihr gerade gesehen, ging also schön mit durch die Mitte und jetzt sind es außen auch echt noch viel Truppen. King ist schon gezündet, das heißt nochmal mehr Barbaren hier im Feld. Auch nicht immer ganz unwichtig, dass man noch ein bisschen mehr Truppen hat, denn der König hier außen, der ist jetzt schon clean up, das ist schon sein clean up, er hat hier keine einzige Truppe mehr, hat noch einen Sprungzauber, den nimmt er jetzt dort, dass die Truppen von innen nochmal nach außen gehen, denn innen ist eigentlich nichts mehr. Sogar die Queen nimmt den Sprung hier,
Wenn der Sprung da nicht gewesen wäre, hätte sie natürlich außen das Ganze genommen. Leider war es dann hier ein kleiner Time-Fail, kein Dip-Fail. 2 auf 5, also 12 auf 12, wie dolles Ding. Und weil das hier so ein Herzschlag war, kann ich euch sagen, 32-31 gegen die Mafia hier gewonnen. Es war so aufregend. Ihr seht das auch anhand der War Events. Also okay, 20 Minuten, 30 Minuten left. Also wir haben schon nicht bis zur letzten Sekunde mit den Angriffen gewartet. Meine Base ist gezweiert worden vom auch 12 auf 12. Allerdings hatten der 9er und der 10er nicht ganz so gute Helden vom Gegner. Ja, soweit so gut ausgeholt. Der zweite Clankrieg läuft ganz aktuell. Und dort haben wir genau das, was ich gesagt habe. Oh, meine Base. Oh, nein, ich will da jetzt nicht reingucken. Im Livestream hätte ich jetzt die Hand vor der Kamera genommen. Bitte nicht hingucken. Also hier sind es only 12er. Das seht ihr hier. Ich kann mal reinscouten. Ah ne, das sind... ist das ein 12er hier? Den der Jenek hier gedreiert hat? Oh, der Jenek hat den 12er hier gedreiert. Echt? Hammer. Ah ne, sind 2 Sterne. Entschuldigt bitte. Sind 2 Sterne. Wollte es gerade sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade 3 Sterne. Aber ich habe nicht untertrieben. Also 60er Queen. Okay, nicht ganz 60er Pärchen. Aber 5er Rathaus und für Jenek als Rathaus 11 absolut in Ordnung. Wir versuchen hier zumindest die 30 Sterne reinzubekommen. Der Gegner wird sicherlich den einen oder anderen 11er leider bei uns dreiern. Bei uns gehen die 11er hier oben los ab Nummer 10. Und einer hat auch schon kassiert, der Tamre. Ja, mal sehen, wie es hier weitergeht. Sollte nur eine kurze Update-Folge sein. Also nichts für schwache Nerven hier. Ich halte euch in jedem Fall die nächsten Tage wieder auf dem Laufenden. War jetzt ganz, ganz kurzfristig von mir abgedreht. Wollte eigentlich heute nichts machen, aber ich meine, ich habe die ganze Zeit sowieso geclasht. Warum soll ich dann keine Aufnahme für euch bringen? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Der Freitag geht ja jetzt so ganz, ganz langsam, wenn ihr das Wochenende auch seht, zu Ende, beziehungsweise es kommt das Wochenende. Dort werden wir uns hören, sehen, was auch immer. Bis dahin, euer Toto. Clasht.